Freddy Freigeist und Greta Geistreich haben ein Problem. Ihr letzter Kunde hat seine Rechnung nicht bezahlt und das geht ihnen ziemlich auf den Geist. Obwohl sie ein Bild von ihm haben, dürfen sie es nicht benutzen, da er ihnen nicht die Erlaubnis dafür erteilt hat. Deshalb müssen sie eine Personenbeschreibung verfassen, um den Gesuchten zu finden. Bevor Freddy die Personenbeschreibung erstellt, muss er sie aber erst ganz genau planen. Für wen schreibt Freddy diese Personenbeschreibung? Wer ist der Adressat oder die Adressatin? Und was ist der Zweck der Beschreibung? Danach richtet sich nämlich, wie er schreibt. Wenn man zum Beispiel sich selbst vorstellen möchte oder einer Person schreibt, die man kennt, dann schreibt man eher persönlich. Wenn man die Personenbeschreibung für unbekannte Menschen schreibt, dann schreibt man vor allem sachlich. Oft geht es bei sachlich verfassten Personenbeschreibungen darum, vermisste Menschen zu finden, so wie in Freddys und Gretas Fall. Bevor er allerdings schreibt, schaut er sich das Bild noch. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgaben-Chat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen!